Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biervideo mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, Biertest ist mal wieder am Start. Auf dem Gartentisch heute, ja, Neuzeller, der schwarze Abt. Ja, ein Schwarzbier und deswegen seht ihr schon heute auch hier mein schönes Schwarzbierglas. Erstmalig im Einsatz auf diesem Kanal. Aber ich wollte auch das Schwarzbier, wie gesagt, das ich schon kenne, selbstverständlich, weil es einer mit meiner Lieblingsschwarzbiere oder das Lieblingsschwarzbier ist, was ich habe, auf jeden Fall aufheben und auch so vorstellen. Ja, was haben wir hier heute? Der schwarze Abt. Ja, der ist wirklich schwarz und ja, phänomenales Bier. Neuzeller Klosterbrauerei, Brauerei auch. Und was es damit auf sich hat, da kommen wir jetzt nämlich zu, wenn wir da mal bei den Zutaten nämlich schauen, ne? Ganz klar, Schwarzbier, was haben wir drin? Wasser, Brauwasser ist logisch, Gerstenmalz, Hopfen und jetzt kommt's. Ingwerzuckersirup. Nanu, und trotzdem nach dem deutschen Reinheitsgebot, wie geht denn das? Ja, die haben eine Speziallizenz, die dürfen. Und was macht dieser Zuckersirup? Der macht eigentlich, dass der eh schon verdammt dunkle Malz hier noch dunkler wird. Und ich habe gesagt, dieses Bier ist das schwärzeste Bier, das ich in meinem ganzen Leben gesehen und auch getrunken habe. Mir ist kein Bier bekannt, das wirklich noch schwärzer ist, weil es glanzschwarz ist. Also es ist wirklich komplett schwarz. Aber das sehen wir ja gleich im Glas. Sogar noch schwärzer als das Guinness. Ja, Etikett finde ich richtig cool. Neuzeller Klosterbräu, so schaut's aus. Da ist dann auch so ein Mönch noch drauf, ne? Und schwarzer Abt, das hört sich auch irgendwie so gruselig an irgendwie. Also ich mag das total, als ich diese Flasche gesehen hatte beim Rösler, ich sofort mitgenommen. Fand ich cool, ich wollte es einfach mal probieren und auch hier 2018 leider erst entdeckt und ich muss sagen, richtig cool. Ja, und zwar jedes Bier ein Original. So steht's drauf. Okay, Trinktemperatur 8 Grad sollten wir erreicht haben. Und ja, unser täglich Schwarzbier. Das ist natürlich abgeleitet von diesem Gebet. Machen wir mal auf. So, für die Kronkorkensammler auch hier natürlich ein phänomenal cooler Kronkorken. So ein Schwarz, ne? Dann steht das auch noch so drauf. So boah, Neuzeller. Oh, Mönch da noch drauf. Cool. So, Leute, ich freue mich richtig drauf. Gucken wir mal an. Ja, klar, guckt. Da ist richtig Frische drin. Schön. Und jetzt lassen wir es mal laufen. Ausgespült ist es. Blop, 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 so hört sich das richtig an. Oh, wow. So. Da haben wir's. Oh, gerade mal so, oder? Aber okay. So, dann lassen wir es mal ganz kurz setzen. Phänomenal. Fantastisch, oder? Gut, ganz klar. Wenn wir jetzt hier einen Abgleich machen wollen, mit Guinness zum Beispiel, mit dem Guinness und der Schaum, ne, mit diesem, wo wir da wirklich ja diesen wirklich schon wie gezeichneten Schaum drauf haben, haben wir es hier ein bisschen grobporiger zu tun. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es ist feinporig, ganz klar. Es ist richtig fluffig, es ist richtig locker. Nur beim Guinness hast du es halt linear. Und hier sieht man halt schon, okay, da sind so ein paar kleine ja, Kraterchen drin, sage ich mal schon, die sich nach unten entwickeln. Aber auch so, wenn wir uns das mal anschauen, das ist phänomenal, oder? Also ich glaube, von der Optik und von der Ästhetik können wir ganz klar sagen, ja, das ist Schwarzbier. Finde ich gut. So, ja, an die Blume, wie gesagt, wenn wir uns da jetzt mal rantrauen wollen. Ich gebe noch mal ganz kurz ein bisschen rein. So, ja, da bildet sich sofort nach. 1, 2, 3, ja, müssen wir dann 1, 2, 3, 4 machen. Also wir haben locker 4 Fingerbreite Blume. Das ist schon wie beim Zapfen. Also das kommt aus der Flasche. Das ist, wie gesagt, wie beim Zapfen und der schwarze Abt ist bekannt, dass er wirklich eine ordentliche Blume produziert, die auch übrigens Cappuccino-farben ist. Also die ist eher so ein bisschen bräunlich gehalten, auch typisch bei Schwarzbieren. Stellt euch vor, ihr habt ein Schwarzbier oder da ist eine schneeweiße Blume drauf. Das würde auch ein bisschen komisch aussehen, oder? Deswegen ist hier soweit eigentlich alles in Ordnung. Da passt das Ganze. So, immer wieder mal ein bisschen nachschenken. Guckt euch das mal an, wie fluffig das aussieht, oder? Das ist doch wie gezeichnet. Ist das geil oder ist das geil? Ne? Mache ich euch richtig Appetit. So, ja, Farbe. Es ist wirklich schwarz. Also, wenn man, da ist wirklich die Softbox, da oben ist noch eine Lampe und da ist auch noch ein Strahler. Und man kann, wenn man so durchs, wirklich so durchguckt, dann sieht man vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen, so eine ganz, ganz kleine Lichtquelle da hinten. Aber wenn man so guckt, das ist einfach schwarz. Wirklich pechschwarz.
und vielleicht mit viel Fantasie vielleicht noch einen dunkelbraunen Ton irgendwie mit drin. So in diese Richtung geht es. Deswegen, ich kann da auch weder was erkennen, ob da eine Spritzigkeit drin ist oder nicht. Wenn man jetzt hier so hinten so die Hand so ein bisschen vorhält, dann sieht man so ganz leicht noch die Finger. Und da erkennt man halt, okay, da steigt ordentlich eine Perlung nach oben, was dann tatsächlich für einen sehr starken Kohlensäuregehalt spricht und auch für einer gewissen Spritzigkeit. Und ein Blumenteppich, sorry Leute, den kann ich wirklich nicht erkennen. Ich kann da nicht durchgucken. So, gehen wir noch schnell mal den Rest hier zu. So, prima. Ja, und was wir noch gar nicht gesagt haben, es brezelt einen auch nicht komplett weg, hat nämlich nur 3,9 Umdrehungen. Also auch für ein Schwarzbier recht, ich sag jetzt mal, leicht. Vom Alkoholgehalt her. Also ist jetzt gar nicht so, was einen wegbrezelt. Ist aber auch ganz gut, weil ich hatte gestern Tagung gehabt und das wurden tatsächlich 8. Und naja, wenn man nicht geübt ist, dann ist nach 8 Bier schon ein bisschen... Aber ich kann schon wieder. Geht schon. Ja, machen wir anschnuppern. Ja, röstig, malzig, süß, Malzbier verdächtig. Das ist das, was mir sofort... Boah... Also richtig lieblich, röstig, richtig lecker. Wie vielleicht auch süßer Kaffee, so in diese Richtung geht das, ja? Oh, Leute, und jetzt machen wir einen Antrunk. Prost, ihr Lieben. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. So angenehm, dass man es eigentlich gar nicht schlucken will. Man will es die ganze Zeit im Mund behalten. Und wenn man schluckt, dann will man auch weiter schlucken. Alles wirklich ein Genuss, ein wirklicher Genuss. Beim Antrunk schon weich ohne Ende. Also der ganze, total vollmundig, der ganze Mundraum wird ausgehöhlt. Ist schön fluffig durch den Schaum auf der Zunge, macht sich sehr gut. Da bleibt nichts an der Backenwand kleben oder auf der Zunge oder sonstiges, obwohl man es denken könnte wegen Zuckersirup oder so. Im Gegenteil, das ist total vollmundig, sehr, sehr angenehm, weil es einfach so weich ist. Ja, dann stellt sich natürlich vor, dass es ein bisschen milder daherkommt. Also es brezelt eigentlich weg, wie man vielleicht so von so einem Bock oder von einem Schwarzbier vielleicht so vermuten könnte. Nee, eher im Gegenteil. Ist total leicht, so richtig so... Oh, eigentlich fast schon Sommerbier, wenn man will. So richtig spritzig, auch süffig. Und beim Antrunk, ganz klar, stellt sich es natürlich vor, eigentlich schon fast Malzbier verdächtig. Ich sag mal, Malzbier für Erwachsene wird es dem Schwarzen Abt auch oft nachgesagt. Und das ist es eigentlich auch. Es ist ein Malzbier für Erwachsene, wenn man mal so will. Ja, weil das ist wirklich ein typisches Malzbieraroma, was wir haben. Ein bisschen schokoladig, so Zartbitterschokolade. Wir haben eine leichte Kakaonote drin, Kaffeeröststoffe, schwarzer Kaffee so ein bisschen in diese Richtung. Eine gewisse Saftigkeit ist drin vorhanden und natürlich wirklich dieses getreidige, malzige, was wirklich so ganz süß schon fast daherkommt. Ja, also wenn man das gar nicht so, wenn man ein klassisches herbes Pilz hätte und dann trinkt man das, dann wird man denken, Gott, ist das süß. Ja, so in diese Richtung geht das. Also man merkt wirklich, dass eine... Ja, schon ein bisschen Süße drin, aber eine angenehme Süße, weil es so eine Röstsüße hat, finde ich. Finde ich sehr, sehr lecker. Machen wir mal Mittelteil. Fantastisch. Ja. Und da hat es natürlich den Charakter, den Körper. Da stabilisiert sich's richtig und da kommen nochmal die gesamten Aromen, die gesamte Palette wirklich nochmal zum Vorschein. Und das auch in einer Klarheit, da ist wirklich fantastisch. Also da ist nichts zu meckern oder so, da gibt es nichts zu nölen. Ist genauso, wie man sich das vorstellt, so ein vernünftiger, schöner Biergenuss. Also genauso stelle ich mir das vor. Das ist für mich jetzt so ein Vorzeigekörper, ja, so im Bier. Finde ich richtig gut. Könnte gut jetzt noch ein bisschen kälter sein für meinen Geschmack, aber okay. Machen wir noch schnell einen Abgang. Ja, dann angekommen und auch hier samtig, schickt nochmal ganz mild so ein bisschen so diese Röstaromen, dieses Malzige nach oben.
Ja, Fruchtkörper selbstverständlich ist auch drin. Nur auch hier der Fruchtkörper, der geht ganz klar. Das merkt man auch beim Abgang übrigens. Da kriegt man nochmal einen letzten Gruß nach oben. Das ist dann auch eher so ein bisschen so, ja, süße, reife Früchte. So in diese Richtung geht das. Fassen wir zusammen. Der Schwarze Abt Neuzeller Bräu. Ich sag immer Brauerei, ist ja auch Brauerei, ne? Fantastisch. Also ich weiß wirklich nicht, was es da zu kritisieren gibt. Ich habe einfach nichts. Ich kann nichts kritisieren. Es ist einfach verdammt lecker. Wenn man wirklich ein süßes Schwarzbier, ein liebliches Schwarzbier sucht, was einen nicht komplett wegbrezelt, eher mild daherkommt und wirklich ganz fein abgestimmt ist, dann würde ich jedem zum Schwarzen Abt raten. Deswegen, ich kann die ganze Zeit, wie gesagt, darüber nur Positives berichten und Negatives gibt's nicht. Deswegen, außer man hat vielleicht zu wenig Flaschen davon oder so. Ja, ich habe 2018 jetzt im Sommer entdeckt, habe deswegen auch schon ein paar Flaschen getrunken und es wird auch nicht langweilig oder so. Die Spannung bleibt und auch der Genuss bleibt selbstverständlich und so bewerte ich dieses Bier tatsächlich auch. Und jetzt machen wir was ziemlich Ungewöhnliches. Ihr merkt immer, wenn ich so die höchste Bewertung, ist immer bei mir 5, aber es gibt noch eine 0 und es gibt noch eine 6 und die wende ich heute an. Ne? Und deswegen haben wir hier nicht nur 5 von 5 Punkte, sondern 5 von 6 Punkten. Das heißt, es ist absoluter Favorit. Es ist sehr selten, wird es vorkommen, dass wir so eine hohe Punktzahl geben. Das ist, wie sagt man so schön, Königswertung, ja, also die Krone. Absoluter Favorit ist mein Lieblingsbier und ganz klar mit einer meiner Lieblingsbiere, im Plural ausgesprochen. Und deswegen ist es mir wert, subjektiv so eine hohe Wertung rauszugeben. Weil ich finde einfach nichts Kritisches an diesem Bier. Es ist einfach ehrlich und stimmig, wenn man weiß, auf was man sich einlässt. Ja, und damit ist der Biersüffler draußen. Da kümmere ich mich jetzt noch ganz gemütlich hier auf dem Sonntagabend drum. Und ja, sag ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Biersüffler.